In diesem Video interviewe ich den Venom Cooks Alternative Resale Caller. Er spricht von seinem größten Success und gibt euch ebenfalls hilfreiche Tipps, wie ihr damit auch anfangen könnt. Reselling an sich wird immer breiter. Man beschränkt sich mittlerweile nicht mehr nur auf Sneaker, sondern resellt Güter jeglicher Art, sofern legal und moralisch vertretbar. Mein Name ist Jan, ich reselle seit 5 Jahren limitierte Sneaker. In meinen Videos seht ihr Live-Cops, Spot-Tutorials und How-to-Cop-Guides von limitierten Sneakern. Für weiteren Support folgt unserer Cook-Group Venom Cooks und unserem Proxy-Service Venom Supply. Like dieses Video und abonniert diesen Kanal, damit ihr kein Video mehr verpasst. Nice, dass es jetzt endlich geklappt hat. Wir haben tatsächlich 3 Tage gebraucht, bis wir einen Termin gefunden haben, aber endlich hat es funktioniert. Ich hätte schon die erste Frage. Was ist für dich Alternative Reselling? Alternative Reselling, muss man direkt von Anfang an sagen, ist ein ziemlich breiter Begriff beziehungsweise ein breites Spektrum an Artikeln. Man beschränkt sich hier nicht nur auf Schuhe und auch nicht nur auf 1 oder 2 Modelle. Darum, Trends zu finden, Sachen, die begehrt sind und diese dann zu analysieren und die Informationen preiszugeben. Das heißt, zusammenfassend könnte man sagen, alles, was online limitiert ist, beziehungsweise eine gewisse Knappheit hat und auf dem Zweitmarkt gut geht, beziehungsweise alles außer Schuhe jetzt in unserem Bereich, oder? Kann man das so sagen? Genau, so kann man sagen. Im Prinzip ist die Limitierung erstmal zweitrangig. In der ersten Instanz zählt natürlich, wie ist die Nachfrage am Markt. Zweite Instanz wäre dann natürlich die Limitierung. Und drittens wäre natürlich dann, was sind die Käufer halt auch bereit zu zahlen auf dem Zweitmarkt. Ja, safe. Das heißt, an sich probiert man halt ein gutes Return on Investment zu bekommen, einkaufen und für so viel wie es geht verkaufen. Das ist, so würde ich es jetzt, glaube ich, sagen, oder? Genau. Was würdest du sagen, wie viel Geld kann man damit verdienen und was war dein größter Cop selber? Das kann man nicht so pauschalisieren. Das ist von Produkt zu Produkt unterschiedlich. Es gibt Produkte, die lassen sich leicht kaufen, haben dafür eine geringere Gewinnmarge von, sage ich mal, 5 bis 15 Euro pro Artikel, dafür halt aber auch viel leichter zu bekommen. Es gibt aber auch Artikel, wo die Gewinnmarge dann bei 300 bis 700 Euro pro Artikel ist. Und das kommt immer auf den Artikel an und die Verfügbarkeit, sage ich mal, oder auf die Limitierung. Okay, das heißt, du siehst, weil viele sagen ja auch, dass Sneaker-Reselling gerade so ein bisschen am Sterben ist, was ich auch nicht unterschreiben kann, aber du würdest jetzt Alternative Reselling jetzt nicht irgendwie als tot ansehen, sondern da kann man noch gut Geld verdienen, oder? Ja, das Problem ist halt nur, die Produkte zu finden, die dann den gewünschten Profit bringen. Also es ist klar, es ist nicht mehr so einfach wie damals zu der PlayStation 5 Zeit, wo jeder mit einer PlayStation 5 Geld verdienen konnte, aber mit den richtigen Informationen lässt sich hier auch weiterhin Geld verdienen. War keine so hohen Gewinnmargen wie bei der PlayStation 5, aber die Menge macht es dann im Endeffekt und es lassen sich auch hier trotzdem noch, obwohl das Sommerloch gerade da ist, gute Gewinne einfahren. Ja, da bin ich voll bei dir. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass jetzt Leute auch fragen werden, okay, wie finde ich die Informationen? Beziehungsweise es geht ja weniger um Eigenrecherche, vor allem am Anfang, sondern mehr um auf Calls von anderen hören. Ne? Und du bietest ja quasi die Calls in Venom an, das heißt, wie kommt ihr an so einen Call, indem ihr eine Cook Group joint, wie zum Beispiel Venom Cooks? Genau. Noch ganz kurz, vielleicht willst du das jetzt sagen oder soll ich das sagen? Ich meine, heute war ja ein sehr spannender Release, ne? Ich würde gar nicht zu tief drauf eingehen, was es war, aber zum Beispiel, es gibt halt auch einzelne Tage, wo halt richtig was gehen kann. Und also ich habe zum Beispiel heute 10 Stück davon gekauft, 9 Stück. Und ja, da konnte man halt easy, ja, mal 3, mal 4 teilweise machen, kommt drauf an, was man bekommen hat, aber ne. Also wenn jemand sagt, dass es tot ist, ist halt Quatsch. Oder wie siehst du das? Zum Beispiel unser Recap von heute einfach mal, dass mal die Leute so ein Gefühl bekommen. Ja klar, also keine Ahnung, wer behauptet, dass Alternativ Resale Dead ist, der ist wahrscheinlich in der falschen Gruppe oder beschäftigt sich nicht mit der Thematik oder hat wahrscheinlich die falschen Calls. Ja, das glaube ich auch. Zum Beispiel ist joint ja auch der ein oder andere Venom. Er beschäftigt sich nicht wirklich damit, cancelt dann und sagt halt so, ja, kein Geld verdienen, keiner könnte das. Nur wie du schon sagst, man muss sich halt mit der Thematik beschäftigen, weil sonst wird es schwierig, ja. Ja, zumindest ein bisschen sich damit beschäftigen. Also es verlangt jetzt keiner, dass irgendwelche Profis daraus resultieren aus den Membern, aber wenn man sich ein bisschen mit der Thematik beschäftigt, minimal, dann versteht man halt auch die Sachen, die gecallt werden. Und wenn man sich halt ein bisschen Eigenrecherche betreibt, dann kann man auch für sich besser entscheiden, ob man kauft oder nicht. Ja, safe. Wie lange machst du das eigentlich schon? Ich mache das schon vom Prinzip her, seit ich ein kleines Kind bin. Reselling kann man es nicht nennen, aber ich habe halt früher schon öfter mal Sachen gekauft und verkauft. Als ich so in dem Alter 14, 15 war, bin dann zuerst in den Sneaker-Bereich reingegangen,
Hab dort aber relativ schnell gemerkt, dass es ziemlich monoton ist. Bin dann zum Alternativbereich gewechselt, hab da meine Nische gefunden und bin seither eigentlich nur noch im Alternativbereich tätig. Ich meine, du hast damals ja auch angefangen, das war natürlich eine ganz andere Zeit. Nur, was würdest du jetzt einem Anfänger empfehlen, wenn der sagt, er will anfangen, so vielleicht mal grob ein, zwei, drei Tipps geben, ja, was du jetzt einfach einem Anfänger empfehlen würdest? Ich würde einem Anfänger empfehlen, am Anfang auf jeden Fall, wenn das Budget vorhanden ist, so viele Calls wie es geht, einfach mitzunehmen und das zu kaufen, weil im Notfall kann man das immer noch mal retour schicken und kriegt sein Geld halt auch so wieder. Also hat man null Risiko damit. Ich würde den Cashflow als Anfänger immer im Auge behalten, dass das Geld halt einfach immer fließt, dass man jetzt nicht ein Produkt hält und kann deswegen ein anderes Produkt nicht kaufen. Ja, das wären eigentlich so die Tipps, die ich Anfänger geben würde. Ganz wichtig, keine Bots oder Skripte kaufen, wenn ihr noch ganz am Anfang seid. Das könnt ihr auch manuell machen alles. Wenn ihr dann mal irgendwann so weit seid, dann könnt ihr euch auch mal Bots und Skripte anschauen. Ja, das finde ich ist ein guter Punkt, weil das... Es kommt mal schnell, oder der Eindruck kommt relativ schnell, dass man unbedingt ein Bot braucht, vor allem wenn man so YouTube-Videos schaut und so. Nur am Anfang will ich echt die Kosten so gering wie möglich halt schauen, was geht und da ein bisschen reinwachsen, weil zu schneller Wachstum funktioniert eigentlich nie. Daher, das finde ich, ist ein sehr wertvoller Tipp, ja. Ja, vor allem kosten ja nicht nur die Bots in der Anschaffung, sondern halt auch in der Unterhaltung Geld. Ja. Wenn man einen Bot erfolgreich unterhalten will bzw. betreiben will, kostet die Unterhaltung halt im dümmsten Fall so viel Geld, wie bei dem Drop halt im letzten Endes rausspringt, wenn es schlecht läuft. Ja. Und dann ein Plus, Minus, Null. Vielleicht sogar Minus. Muss ja nicht sein. Okay, ich danke dir auf jeden Fall. Ich habe jetzt keine weiteren Fragen mehr. Ich glaube, du konntest da echt was mitgeben. Natürlich wird mir jetzt durch dieses Video kein Alternative Resale Profi, aber wenn das den einen oder anderen interessiert hat, sich dort weiter reinzufuchsen, dann sind wir beide, glaube ich, immer noch guter Dinge, dass dort was gehen kann, auf jeden Fall. Ich sehe das genauso wie du. Also der Alternative Resale Bereich ist gar nicht dead. Calls kommen trotzdem noch, profitable Calls. Klar sind auch mal Calls dabei, die nicht unbedingt was bringen, aber da zählt es halt auch einfach, das Produkt wieder zurückzuschicken und keinen Verlust einzufahren. Ja, safe, safe. Okay, cool, das war's auch schon. Ich danke dir, dass es geklappt hat. Wie gesagt, du machst ja die Calls in Venom, wenn euch das weiter interessiert, checkt gerne mal Venom Cooks aus und genau.